Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tote Insel. Lange, lange ist es her. Ein Mann zurück aus dem Ghetto, aus den tiefsten der menschlichen Abgründe. Betagott. Was geht ab? Ich hab mich Betagott, wieder freigegraben. Ich weiß auch nicht, Mann. Der Virus hat uns erwischt. Wir waren zu unvorsichtig mit dem ganzen verseuchten Blut auf der Toteninsel. Und ich meine, wir haben jetzt beide Gemächschutz an. Also es ist eigentlich wie ein Kondom, nur dass die Eier mit drin sind. Das schützt uns vor den Viren. Und ich glaube, wir sollten besser vorankommen jetzt. Who do you voodoo, bitch? Gute Frage. Die letzten Tage nicht arg viel. Die Frau hier drüben, ja. Die redet Polnisch. Und ich glaube, sie hat gebrochene Knöchel. Sie betet auf Polnisch. Nein, das ist gar nicht die. Ich glaube, das ist die hier, oder? Irgendeiner faselt mir auf jeden Fall. Irgendjemand nuschelt hier auf jeden Fall total Polnisch. Leise aus der Ecke irgendwie. Das sie redet über Gott und über ihre Familie und über eine Frau. Es klingt wie wenn eine Ratte auf Wolle pinkelt irgendwie für mich. Mugambe! Mugambe, Mann. Mugambe. Never forget, Mann. Ich habe immer an dich gedacht. In Tagen der Krankheit. Also Peter lag im Bett, hat Blut und Wasser geschwitzt und hat immer gerufen. Mugambe! 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 Hast du mit so einem Ding über den Augen? Lappen wie geht auf der Stirn. Mugambe! Scheinbar gut. Also Spraypaint sieht gut aus, die Haare haben sich nicht wirklich verändert. Ich meine, die sind für die Ewigkeit. Die sind halt für die Ewigkeit, ja. Nein, tätowiert. Tätowiert, Mann, tätowiert, ja. Das ist so ein Perma-Tattoo. Wie die Augenbraue. Oh Gott, weißt du, Mann. Bloß die Haare, tut richtig weh. Dauert auch richtig lange. Alter, das kann halt auch heftig schief gehen. Stell dir mal vor, jemand tätowiert dir Haare. So Alter. John Travolta-mäßig. Der hat ja auch so Sprühhaare. So heftig wie Scheiß, Mann. Das einfach nur so aussieht wie so Bauschaum am Ende, den sie schwarz gesprüht haben. Hat ja John Travolta und wie heißt der denn? Der, wo jeder die Mumie gemacht hat. Nachrichtenmoderator. Wie heißt denn der nochmal, der Schauspieler? Brendan Fraser? Ah ja, Fraser, genau. Ja, der hat auch so Sprühhaar. Und der Typ, der Alan spielt. Alan? Bei Two and a Half Man. Ah. Der hat auch Sprühhaar. Gute Frage, ich weiß nur gerade nicht, wie der heißt. Also der Schauspieler. Nee, ich hab's gerade nicht im Kopf. Keine Ahnung. Bam! Aber die Olle hat gut. Mein Kratos-Knife im Kopf. Ich hab das Hackfleisch. Ich hab's Hackfleisch vermisst. Das Alter, macht dann schon hast Laune. Du's grad gesehen? Ich hab den eben gerade so genockt, den Zombie. Genockt. Von der Seite, mal mit dem Knie von unten in den Hoden. Was hast du da? Creme. Creme, Alter. Penis, Creme. Creme. Ist das irgendwie Frischkäse von der Insel oder banoischer Frischkäse? Ist Creme nicht türkisch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein türkisches Wort. Ich weiß, ich kann recht wenig türkisch. Ich außer auch. Die offensichtlichen Dinge, die man in Prügeleien und im Dönerladen aufschnappt. Ja, ja. Ich kann nur Straßentürkisch. Straßentürkisch, genau. Genau. Realschultürkisch nenne ich es. Das ist eine andere Stufe als Hauptschultürkisch. Da sind weniger Ausdrücke dabei. Ist dann doch noch ein anderes Niveau. Na, aber im Großen und Ganzen könnte ich nicht mal fragen, wo ein Klo ist, wenn ich kacken muss. Also ich bin verloren in der Türkei. Ich muss echt in die Gosse gehen. Also mit Scheiße und Blättern in den Haaren und es wird nicht gut enden für mich. Yes, Toilette. Letolette. Das ist polnisch. Das könnte ich. Also in Polen kann ich kacken gehen. In Polen kannst du kacken. Du sahst gerade auch ein bisschen so aus, als wenn du kacken gewesen wärst. Es sieht so bescheuert aus. Es war kniend, ja. Es ist so dumm, Mann. Das sieht so dumm aus. Moment, hier drüben kann man repairen. Oh, das ist keine schlechte Idee. Tödliche Biomachete reparieren. Es ist eigentlich noch frisch. Also ich habe irgendwie ein paar alte Frauen aufgeschnitten. Das sollte echt drin sein. Omis schlitzen. Omis schlitzen, ganz genau. Das ist, was man hier halt macht. Dafür gibt es XP, Mann. Die wollen, dass die Population der alten Frauen ist scheinbar zu hoch. Es gibt zu wenig hässliche Kleider. Also müssen die alten Frauen gehen, ganz klar. Wir können die nicht Omis noch, müssen weg. Wir können nicht noch mehr Vorhänge umnähen, Alter. Irgendwann wird's absurd. Wir müssen irgendwie irgendwo... Vorsicht. Irgendwann hierhin. Und zwar genau jetzt. Da war gerade Joffrey hinter dir, Mann. Alter, hier geht's ja rein. Komm mal mit. Moment. Hier. Eine geheime Zone. Ich muss den Schädel spalten. Geheime Zone. Okay. Wieso so geheim? Deine dreckige Keule? Ich habe natürlich meine legendär schmutzige Keule dabei, hallo? Legendär schmutzig. Ich habe die extra eingelegt in Fischabfällen in den letzten Wochen. Die riecht auch heftig. Die riecht, wie sie aussieht im Prinzip. Ey, zum Glück gibt's hier keine richtige Story. Oh shit, das ist ein Dicker. Ich meine, wenn die Leute fragen, was geht, naja, wir hauen Omas. Also da waren Zombies und als wir fertig waren, waren da keine Zombies mehr. Ihr könnt euch die Story dazwischen vorstellen.
Man muss nicht alle Folgen sehen, um durchzublecken. Nicht so wirklich, nein. So ein Ding, da kannst du einschalten und dranbleiben oder halt auch zwischendurch kacken gehen. Wenn du weißt, wo die Toilette ist. Alter, die steckt voll in seiner Nudel. Okay. Naja, ich weiß nicht, wo seine Nudel ist. Moment, ich hab doch die Sichel. Das ist zumindest nicht meine Nudel. Alter, wie er fliegt. Er trägt sein Ding mal rechts. Hast du die gerade gedappt, Mann, die Sichel? Reingedappt in den Körper. Das sah ein bisschen aus wie Blast. Alter, der Schädel. Sorry, kein Wolfenstein mehr. Der Schädel. Oh, ich hab die heftig teure Batterie gefunden nochmal. Diese grüne. Ich hab eine heftige Aufzeichnung. Muss ich den auch einsammeln? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oh ja. Keine Ahnung. Ja, muss ich. Was ist eigentlich für fucking Meth-Nebel hier? Boom! Wer macht dein Voodoo jetzt? Ha? Wer macht dein Voodoo jetzt? Holy shit. Schwaches Tauchermesser. Dass man sowas noch findet, eigentlich eine Beleidigung. Ich wollte gerade sagen, es ist für ein Schmutz auf diesem Boden und ich meine nicht den Zombie. Warum will der Zombie mich ficken? Das ist ein Problem, Zombie. Können wir nicht Freunde werden? Warum? Mit Ansage vielleicht wenigstens. Oh. Alter, Strom gedappt. Heftig gedappt, Mann. Alten Nikes. Nicht schlecht, Mann. Das sind die Pumps, Mann. Die Pumps, Alter. Die mit der dicken Zunge. Geblinkt haben. Kennst du die noch? Ja, Mann. Hallo. Die Klassiker. Der Shit der 90er. Ich wollte gerade sagen, ich komme auch aus den 90ern, Mann. Ich kenne all den guten Scheiß aus den 90ern. Ey, der Typ labert und labert. Um was geht's denn? Ich hab keine Ahnung, es gibt keine Untertitel. Mach mal einen Punkt. Warum habe ich eigentlich keine Untertitel? Warum habe ich dauernd irgendeinen Apfel im Mund? Ich weiß nicht, Äpfel sind gesund. Gesünder als das meiste andere, was hier passiert. Ich habe einen Lederlappen gefunden. Oh, what? Batman? Wo? Kopf über? Jetzt prügelt er irgendwie auf einen Zombie ein. Und vorbei. Face is covered with blood. Irgendein Baby. Wahrscheinlich gerade total die heftige Story. Weißt du, so über ein Baby, das mutiert und ihm ins Gesicht springt und ihm die Augen aussaugen will. Und ich höre halt nur Mimi die ganze Zeit. Mehr ist es nicht. Mimi. Sorry, Mann, du hast mir das Feeling nicht rübergebracht, Alter. Boom. Ich hab nicht mitgenommen. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Baby oder ein Hamster war. Die guten Stromschuhe. Und das Schlimme ist, ich hätte wahrscheinlich... Aber es ist schlimmer, das Absurde ist, ich hätte wahrscheinlich mit dem Hamster mehr mitgelitten. Nein, töte ihn nicht, er ist so flauschig. Oh, fuck, irgendjemand hat hier seinen Kaffee verschüttet. Also das Baby, das muss erstmal noch, formen, wird. Moment, jetzt hör mal auf mit dem Unsinn. Hier hat jemand seinen Kaffee verschüttet. Ja, so, was ist richtig ernst? Alter. Wo ist dieser Motherfucker? Ich hoffe, es war einer von denen da vorne, Mann. Das ist Blasphemie gegenüber der Bohne. Das, also über sowas macht man keine Witze. Können wir ihn kann retten irgendwie? Gerne über Babys lachen, die ins Gesicht getreten bekommen haben. Ich meine, wir könnten den Fleck mit heißem Wasser übergießen und dann versuchen, die Flüssigkeit mit Strohhalm aufzusaugen, um den größten Teil des Kaffees in unseren Körper zu absorbieren und zu benützlicher Energie umzuwandeln, um mehr Zombies zu zerstören. Aus dem Teppich rauszusaugen. Ohne Witz, Mann. Mit den Schuhen, das ist ein Ding. Oh. Apropos Schuhe, nicht nur blinke Schuhe, sondern auch Schuhe mit Rollen unten dran, Mann. Nur die hatte ich nie. Nee, die hatte ich auch nicht. Ich hatte diese blinkenden, wo du halt so ein bisschen härter aufgetreten hast. Ja, Mann, die wo rot blinken in der Hacke. Und oben die Lasche, die konnte auch noch blinken. Oh, shit, Mann, das war die Premium Edition, die hatte ich nicht. Ja, und meine Lasche war sogar ein Tiger. Ja? Oh, snap. Ich war ganz schön hart damals. Also Keith Shaw und Roy, oder was? What the fuck, der Typ ist schwarz. Oh ja. Seit wann können schwarze Polizisten werden? Ich weiß auch nicht. War neu. Der ist irgendwie... Ne, der ist grau, Mann. Der sieht... Achso, der ist grau. Entwarnung, er ist grau. Sieht aus wie ein Zombie in der deutschen Version von Resident Evil Nemesis. Robo-Zombies. Ja, Mann. Ich weiß, oder die dummen Gegner in Soldier of Fortune 2, deutsche Version, Roboter. Genau, die hat noch Nieten. Mit Schweißnähten und so. Klonk-Sound, wenn du sie triffst, Mann. Komm schon. Jeder, der Soldier of Fortune. Ja, es war schon witzig, aber ganz ehrlich, jeder, der damals Soldier of Fortune spielen wollte, wollte es spielen, weil du halt Gesichter zermetzeln konntest. Hatte das Spiel eine Story? Naja, ich weiß nicht. Nee, es hatte sogar eine relativ gute, also Teil 1 zumindest. Also ich dachte mal. Wurde ja damals auch von einem Kriegsexperten irgendwie geschrieben. Ich dachte extra mal irgendwie, der Double Helix war ja, glaube ich, der zweite Teil. Was war das denn? War einfach nur irgendwie der Glied-Simulator.
Ja, König des Gliedes. Also ich meine jetzt mal nicht Penis abwechseln, sondern Körper, also Glieder, Mann. Andere Glieder. Alter, warum habe ich dauernd... Wow, ich wäre beinahe gestorben. Shit, ich kann nicht aufhören, Cola zu trinken. Echt? Ey, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade aus den zweimal Automaten geklickt und habe dann erst gemerkt, dass es Geld kostet. Obwohl ich voller Energie hatte. Die ja, Mann. Sucht. Die Sucht macht einen fertig, Mann. Es steckt einfach so tief drin, das ist dieser... Das ist halt noch irgendwie... Schon wieder ein Snack, Alter. Warum esse ich eigentlich immer? Ich habe voller Energie. Ich habe dauernd auch irgendwie eine Büchse in der Hand, einen Apfel irgendwie den Backen kleben. Hier liegt halt auch so viel Scheiße rum. Du kannst ja irgendwie gar nicht Low Health haben, Mann. Nein, man will dauernd irgendwie was essen. Du hast halt am Ende mehr Health als am Anfang und Diabetes, wenn du fertig bist. Das ist halt, ich glaube, jetzt wird auch eine Fresssucht. Ich meine, das ist doch nicht normal. Nee, Mann, irgendwie... Mit so viel Obst und... Snickers. Ich wollte gerade sagen, Snickers und Schoko. Nicht irgendwie Äpfel oder so. Nope. Cola und Snickers. Ich glaub, naja, in Dying Light ernährt man sich von Kaffee und Alkohol. Ja, das stimmt. Ist wirklich besser. Ich meine, was hat man denn für eine Ernährung? Bei Kaffee kann man in Dying Light doch gar nicht verkaufen. Ist das wirklich der polnische Standard? Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Das lehren die in Polen Schulen. Und er soll herunterspülen sein köstliches Snickers mit einem Schluck des Softdrinks. Naja, nach so viel Kommunismus und so viel Belagerung in Deutschland und Russland sind die halt ganz froh, dass sie endlich mal Snickers essen dürfen. Trink die Batteriesäure, mein Sohn. We are living in America. Ultra, Mann. Okay, was machen wir hier eigentlich genau? Wir sind jetzt hier im Polizeirevier und da ist die Fahne. Guck mal, wird schon irgendwas passieren. Ist schon geil hier, hallo. Oder? Eine Frage der Gerechtigkeit. Finde die Akte. Was geht ab, Leute? Eine Akte? Oh, yeah. Was wollen wir damit? Keine Ahnung. Ja, hier, ich hab dauernd irgendwas zu saufen in der Hand. Ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Ich hab nicht mal Zeit zu schlagen, so viel Essig. Ja. Das ist echt ein Problem in dem Spiel. Dauernd am Trinken. Boah, ich hab halt keine Stamina mehr. Aber nicht mal ein bisschen. Ich kann nicht mal einschlafen. So wenig Stamina habe ich. Oh, komm schon. Bleib. Dankeschön. Ist es mal meine Waffen nicht zu Schrott schlagen am Boden, aber bis das Symbol manchmal auftaucht, das dauert. Ich glaube, ich brauche eine Therapie. Nope. Ich habe ein Problem. Oh, ich habe eine Akte gefunden. Oh, nice. Ein Ausweis. Nummer 57, hatte ich hier nicht irgendwie schon gefühlt 400 Mal? Ist das nicht irgendwie immer die 57? Ja, aber es gibt, glaube ich, nur die 57 und die testen, ob wir aufpassen. Irgendwie kommt es mir echt so vor. Okay. Irgendeine Akte. Hast du jetzt schon die Akte? Ich hab eben gerade gefunden. Ah, okay, dann war's jetzt schon. Akte. Yay. Jetzt machen wir Aktenwichsen, oder? Was machen wir jetzt hier? Was machen? Daten klauen. Hm. Mit der Macht entziehst du dem Bluescreen die Information, oder? Was passiert hier gerade? Ich schlag dir die Hand ab, Junge. Was ist da los? Oh. Jetzt kann ich's nochmal hier halten. Du bist der heftigste Hacker von allen, Mann. Schau's dir an. Schau's dir an. Cyrus the Virus, Mann. Logan the Bogan. Ey, wie viel kann ich denn hier halten? Das dauert ja ewig. Hack du mal. Ich bin auf dem okay. Ich warte dann mal hier. Nochmal? Hab ich's bald geschafft? Oder fehlt mir irgendwas? Ich weiß auch nicht. Muss man das machen? Wie, vielleicht? Ah, soll ich mal halten? Ich halte mal. Mach du mal. Ich schau mal hier kurz ins Menü. Quest. Die Quest ist vorbei. Oh, okay. Ich denke schon. Was für ein Porn? Ich hab's nicht mehr. Lade ich mir jetzt hier gerade? Irgendwie passiert da nichts. Aber Alter, das ist ein fucking robuster LCD. Keine Ahnung. Polnische Qualität, Mann. Die bauen alles fester am Krieg, kann das sein? Ja. Das muss halten. Das muss halten, der Scheiß, Mann. Für 4 Generationen. Liebe Mann. Wir können nicht neue Bildschirme bauen? Was ist da los? Okay, das war die Mission. Das war die Mission. Aber wo sind all die XP? Ich habe gar keine XP gekriegt, glaube ich. Ich habe eben gerade Tims Akte hier drüben eingesammelt. Da bin ich mir 100% sicher. Okay. Wie lag's hier? Müssen wir wahrscheinlich zu Tim zurück dann, weil ich kann auch die Quests gerade irgendwie nicht mehr umschalten, was auch interessant ist. Ich hab sie gar nicht mehr. Hast du sie noch? Die ist Nebenquest abgeschlossen. Ja. Die verarschen uns, Alter. Wie beim letzten Mal schon. Ja, hier. What? Korbspieler Betagott. Questgeber Tim.
Okay. Ja. Scheinbar haben wir die Quest geschafft. Yay! Also ich fühle mich nicht, als hätten wir die Quest geschafft. Aber es gibt hier eine Belohnung, und zwar Bauplan, glorreiche Pistole. Okay, wo? In deinem Anus. Ich habe keine Ahnung. In meinem Anus? Da wird doch auch gebrüllt. Kann man. Ich meine, das Ding muss doch für irgendwas gut sein. Hier, man kann doch nicht einfach irgendwelche Daten hochladen und runterladen für gar nichts. Guck mal, ich halte hier was. Kann ich irgendwie den Rechner ausräumen? Währenddessen vielleicht Batterie klauen, während du das. Nein, das geht nicht. Guck hier, zack. Und jetzt steht hier, lade die Datei herunter. Genau, lade Daten herunter. Bei mir passiert genau das Gleiche. Ich halte den Knopf und am Ende passiert nichts, außer dass der Bildschirm flackert. Und normalerweise läuft man ja auch den ganzen Weg nicht wieder zurück. Oder? In der Regel. Ja, und da steht hier wieder Halte. Es läuft das Ding und da läuft auch nichts durch. So eine Scheiße. Dreck. Okay. Stuhl. Kurva. Was auch immer. Ich glaube, wir sollten gehen. Die wollen offensichtlich nicht, dass wir leveln und buffe Motherfucker werden. Die haben einfach keinen Bock, da ich meinen Hammer benutze. Da hinten brüllt doch irgendein Hobo. Irgendeiner ist am Schreien. Das ist schon wieder am Saufen. Ja, klar. Richtig erwischt, Alter. Wahrscheinlich hat er sich einen Kopierer eingeklemmt oder so. Ich weiß auch nicht. Was gibt's hier? Waren wir hier schon drin? Nee, aber glaubst du, hier gibt's noch irgendwas? Ich mein, oh, hier ist ein Bauplan. Schrotflintenmunition. Wow. Nice. Jetzt wollen wir nur eine Schrotflinte. Oh, hier gibt's Dietrich Stufe 3. Das kannst du doch. Ja, ich bin total der Langfinger. Der heftige Mann. Yes. Scheiße ist drin. Zuverlässiges Messer. Der olle Zuverlässige. Na, ich meine, wie viele Magneten du hier in dem Spiel findest, aber einen Bolzen kannst du voll knicken. Ja, das war's. Irgendwie ist hier nicht mehr viel. Komm hier raus. Nope. Was ist denn das Gelbe da rechts? Oh, Alter, hab ich mich eben erschrocken. Auf einmal kommt hier ein Zombie aus dem Nichts. Fucker. Ich bin beinahe gestorben. Erschreckst du meinen Kumpel oder was? Wie er noch am Grinsen ist. Siehst du sein Gesicht? Ja. Ja, wie er uns auslacht. Alter, der kranke Blick, Mann. Krieg deinen Kopf. So. Also, nicht wörtlich nehmen. Wie er uns einfach ausgelacht hat. What the fuck, Mann? Der Miese. Was wollt ihr mir machen? Ich bin eh schon tot. Bin unverwundbar. Ich bin unverwüstlich. Nein, nein. Nur eine kleine Krankheit kann sie. Ich bin unverwüstlich. Ultramann. Ey, was ist das hier für eine Party? Oh shit. Haben wir denn nicht schon um die Ecke gebracht, den Kollegen hier vorne? Ich hätte schwören können, ich hätte seinen Schädel zum Kloppen gebracht. Warum tritt er durch? Fremdenhass wahrscheinlich. Irgendwie schon. Ich meine, ich bin schwarz, ich verstehe es. Also ich verstehe es nicht, aber. Ey, was ist denn mit seinem Gesicht? Der ist ja voll grau. Der hat voll den fiesen Herpes. Und der hier lebt noch. Was? Der lebt noch? Ja. Alter, mit einem Vanilla-Flanschmann einfach immer nichts rangebaut. Vanilla-Flansch? Ultra-Vanilla-Flanschmann. Das ist wie ein Spiel ohne Mods. Das ist einfach irgendwie. Vanilla-Flansch? Das ist doch der Vanilla-Flanschmann. Da ist nichts ran. Der sieht halt auch aus wie ein Vanillemann. Fucker, aber das ist trotzdem, also. Ey, der hat irgendwie ein Problem, der Typ hier dran. Das kann ich mir vorstellen. Hätte ich auch, wenn ich hier wäre. Ich glaube, der hat irgendwie so einen Schaden. So einen richtigen Schaden? Also so einer, wo man nicht drüber lacht. Oh shit, Mann, der ist ultimativ behindert, Mann. Der ist buff. Der ist ultimativ durch. Das ist mal hier was. In dem steckt eine Menge Zeug drin. Fucker, ich höre dich doch röcheln. Nice. Ey! Der macht mich kalt, Bruder. No shit. Au, Gott. Alter, Bro. Wie bin ich denn nach hinten gefallen, wenn er mich von oben schlägt? Oh, ich habe ihm gut was weggeschnitten. Dead Island Physics. Lebe ich noch, das oder? Das gibt's doch nicht. War's das? Echt jetzt? Ich bin ganz tot? Echt jemand ein Tempo? Oh, shit, Mann. Oh, Gott, das kostet. Ey, ich land irgendwo da unten. Mit meine Waffen. Schwachen Hand, Mann. Meine Waffen. Die stecken noch in ihm. Keine Angst. Ja, ich bin irgendwo da unten. Boom. Boom. Ey, ich. Die ficken mich. So richtig? Oh, shit, Mann. Gott, da sitzt ja einer.
Warte mal, wie funktioniert das denn? No! Bitte! Moment! Nein, 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 nicht dahin! Was zum... Wo bist du denn? Scheiße! Alter, wie sich Ultra am Stuhlen sind. Komm rein. Warte mal, hast du die Waffe nicht gerade in seinen... Oh, ah, Gott. Nein, deine Sichel steckt in ihm. Okay, ich dachte gerade. Ich brauche die Sache. Wir sind echt Premium. Heftig dupliziert, dachte ich gerade. Was ist das für ein... Oh, ich kann den Hebel nicht betätigen. Ihr könnt mir doch nicht einen Hebel vor die Augen legen und... Kann ich nicht anfingern. Wie komme ich denn jetzt bitte schön zu dir? Ach so, du hast aufgemacht. Gut. Ja, lass einfach reinlaufen. Oh, hier ist auch eine Bank. Wunderbar. Alles klar, hier meine Sichel. Gott sei Dank. Fuck, habe ich viel Kohle. Eine Zeit lang dachte ich, okay, Kohle wird knapp. Nope, 30.000 in der Tasche, Mann. Die kompletten Baggies vorher mit Gold. Oh. Oh. Nicht so ganz schlecht. Problem ist halt immer die Ammo für das Zeug. Deswegen, wir können jetzt Schrot finden, Ammo herstellen. Ich will auf jeden Fall eine Shotgun. Ich meine, wir sind in einem fucking Polizeirevier. Es kann nicht sein, dass ihr keine Shotgun habt. Du hast doch einen, oder nicht? Nee, nicht mehr. Dummerweise nicht mehr. Hätte ich mal behalten sollen. Okay, Zugang zur Waffenkammer oder so ein Scheiß? Naja, ich habe die goldene AK. Die goldene AK, Mann. Lass mal hier gehen, ich meine. Die Waffe eines Scheichsohns. Ja. Die sogenannte Dubai-AK. Die Dubai. Ey, hier liegt noch ein Typ, Mann. Warte, ja. Hier ist Bill. Wer ist Bill? Hä? Bill? Müssen wir Bill kennen? Boah, hier ist noch ein Ausweis. Der Typ am Boden heißt Bill. Scheinbar, da stand gerade Bill drüber. Ach, Bill Wanderhoden. Bill Wanderhoden, genau. Hier drüben ist eine Knarre. Ja, aber die ist nicht so geil. Meine ist besser. Gott. Okay, das heißt, wir müssen wieder rausjoggen. Haben nicht mal XP gekriegt. Nö. Schöne Scheiße. What? Mann, das ist eine Machete. Du Fucker. Hast du eben gerade What the hell gesagt? Ich glaube ja. Hat sich gar nicht nach B angehört. Ne, Mann, in der Angst klingt es manchmal wie ein Prinzesschen. Oh shit, ich glaube, ich kann da. Oh. Wie auch immer ich keinen Schaden bekommen habe. Und raus. Oh, was geht denn hier? Sicke Jump-Run-Skills brauchen wir hier. Das ist ja der Wahnsinn. Irgendwie sind hier einige Nebenmissionen verbuggt. Ja, irgendwie fühlt sich an. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil wir haben ja auf jeden Fall... Also ich habe auf jeden Fall diese Akte genommen und da stand auch Tim dran. Ich weiß auch nicht, ey. Warte mal, ist die Mission jetzt noch aktiv oder was ist jetzt für eine aktiv? Nein, Vogel auf dem Dach, die Hauptmission. Wir haben jetzt die komplette Folge im Prinzip damit verbracht. Eine verbuggte Mission zu machen. Den weißen Drachen zu folgen. Ja. Ermüdender Polizeiknüppel. Und die Folge ist schon vorbei. So ist es. Ich meine, wir haben trotzdem Gulasch hergestellt. Das war nicht ganz umsonst, aber ich habe noch mehr erwartet. Ja, oder Gulasch. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist scheiß auf die XP. Es hat Laune gemacht, aber die XP wären schon geil. Tja, aber ihr könnt jetzt ein bisschen XP dazu verdienen, indem ihr einfach hier bewertet. Das gibt extrem viele Erfahrungspunkte, nicht wahr, Beta? Ja, also nach einer Weile gibt es auch ein Achievement. Habe ich gehört. Habe ich gehört. Ist versteckt. Das legendäre Achievement. Kriegt nicht jeder. Deswegen immer kräftig liken, liken, liken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Hoden und tschüss. Haut rein.